Manchmal tut es uns gut, an die unglaubliche Kraft der Natur erinnert zu werden. Daran, dass es auch in unserer modernen Gesellschaft noch Dinge gibt, die sich nicht bezwingen lassen. Einen Gletscher zu betreten, ist ein solcher Moment. Es waren die Gletscher der Eiszeit, die die typischen Landschaften Norwegens schnitzten. Fjorde, Täler und steile Felshänge. Überbleibsel aus diesen prähistorischen Gletschern sind uns erhalten geblieben. Der Jostedalsbreen in Westnorwegen ist der größte Gletscher auf dem europäischen Festland. Er umfasst 487 Quadratkilometer und seine Eisschicht ist bis zu 600 Meter dick. Der Briksdalsbreen ist einer der westlichen Gletscherzungen des Jostedalsbreen. Der Wanderweg bis zum Gletscher Briksdalsbreen ist annähernd 3 Kilometer lang. Man kann den Fahrweg oder den Wanderweg laufen. Der Wanderweg gilt als Abkürzung auf der Gletscherroute und lässt sich gut laufen. Die leichte Tour zur Gletscherzunge ist familienfreundlich und für jedermann machbar. Circa 150 Höhenmeter müssen überwunden werden, bis man am Gletschersee steht, in dem die Briksdalsbreen Gletscherzunge kalbt. Am Gletschersee angekommen, kann man nun auf der linken Seite des graugrünen Sees noch ein ganzes Stück zur Gletscherzunge vorlaufen, bevor eine Warntafel das Weitergehen untersagt. Die Dauer für den Hin- und Rückweg ist etwa 2 Stunden. Der Gletscher ist in den letzten Jahren stark den Fels hinauf zurückgegangen. Trotzdem wird ihnen die immense, die unbezähmbare Kraft, die den Gletschern innewohnt, bei dieser Wanderung nicht entgehen.